heute ist der Tag der Tage. Heute ist der große Geburtstag. Heute auf den Tag vor 25 Jahren, da flimmerte zum ersten Mal die Lindenstraße über die Mattscheibe. Ich war auch schon mal auf dieser Straße und da standen da so ganz viele Container mit grünen, sattgrünen Blättern rum. Und habe ich gefragt, was ist das denn? Da sagten sie ja, diese Zweige, das sind künstliche Zweige, werden an die Linden der Lindenstraße drangebunden, damit es nach Sommer aussieht. Ich war da jetzt im Frühling dieses Jahres. Denn manchmal sind wir der Drehzeit immer so 3 Monate voraus. Bin sehr gespannt, wie das heute ist bei Schneefall. Guten Morgen, Sabine Heinrich. Guten Morgen. Ja, heute lassen wir hier Kunstschnee runterfallen. Ist das nicht mal ein Service? Genau, ich bin hier an der Grillstube und gucke mal, was ich noch so frühstücken kann. Guck mal hier, was haben wir? Grillteller Poseidon mit Rinderhacksteak, sieht man das? Schweinefilet, 17,50 Euro. Das sind Münchner Preise. Also, heute schneit es in der Lindenstraße. Das ist super selten. Und eigentlich hat es heute noch einen Außendreh gegeben, der wurde aber gestrichen, denn diese Folgen laufen im März und alle anderen Außenszenen, die schon fertig gedreht sind, ja, das würde ja nicht passen. Hier mal Schnee, dann mal kein. Da sehen wir die berühmte Hausnummer 3. Wir zählen die Etagen durch. 1, 2, 3, 4. Es fehlt eine Etage. In der Tat wohnen in der Lindenstraße mehr Familien, als in diesem Haus eigentlich unterkommen könnten. Und da unten, da, das dritte Fenster hier, neben der 3, da hat Else Kling gewohnt und gewütet. Was für eine Ehebrecherin! Gott, sie alte Spinne, also diesmal gehen sie wirklich zu weit. Langt das regnet? Soll ich noch einen Kiwi für Sie holen? Sie haben mir mein Ego nicht geschnappt. Sie. Mit Ihnen rede ich nicht, Frau Kling. Wow, bei mir, ich hab was so ganz her, muss einer was sagen. Da, da. Auf einer Hochzeit, da pfeife und der Olaf, der kommt an. Ja, lauf uns nur weg. Ja? Ist schon soweit. Ich komm. Else Klings Serientod. Nur 4 Monate später ist Annemarie Wendel, die Schauspielerin, dann auch im wirklichen Leben gestorben. Kirsten Lohse, du bist die Dramaturgin hier. Diesen Serientod hat sich Else selber ausgedacht, ne? Genau. Das war in Absprache mit Hans W. Geißendörfer, weil wir würden nicht einfach jemand, der so lange dabei gewesen ist, rausschreiben, sondern das muss eine eigene Entscheidung sein, ob jemand gehen möchte oder eben nicht. 91 ist die geworden? Ja, ich glaube, ja. So, Sie überlassen ja nichts dem Zufall in dieser Lindenstraße. Jede Biografie ist festgehalten. Sogar aus Zeiten, wo es länger als 25 Jahre her. Wir sprechen jetzt mal über Gabi Zenka. Es gibt also einen richtigen, dann, wenn sie sich bewerben würde woanders, dann könnte sie diesen Lebenslauf abgeben. So, fangen wir mal an. Sozusagen vielleicht auch besser nicht. Was würdest du gerne wissen? Okay, zweiter Vorname. Magdalene. Weiß sie selber ja nicht, ne? Ja, ich glaube, das wurde irgendwann mal in einer ganz frühen Folge erwähnt und das kann man nicht alles im Kopf haben dann. Aber Sie haben ja alles im Kopf. Was für eine Lehre hat denn Gabi Zenka gemacht? Die hat ursprünglich eine Schneiderlehre gemacht. Schneiderlehre. Wann? Irgendwann, ja, weiß ich nicht, in den 80ern oder so. Also jedenfalls vor der Lindenstraßenzeit. Und dann, sie hat sogar einen Taxiführerschein mal gemacht. Also theoretisch könnte sie, wenn sie ihn verlängern würde, auch nochmal Taxi fahren. Das heißt, ihr könnt ihr einfach dann so eine Taxiszene reinschreiben, weil hat sie ja mal irgendwann gemacht. Jetzt ist sie im Café Bayer und damit es, wenn die Gabi sich plötzlich, was weiß ich, ein schickes Designerkleid kauft, wissen wir alle, funktioniert ja nicht, wenn man in so einem Laden arbeitet. Was verdient sie? Ich glaube jetzt als Geschäftsführerin so 2200 Euro im Monat. Mhm. Gut, also damit ihr auf jeden Fall diesen Lebenslauf habt. Da stehen sogar Sachen drin, ehrlich gesagt, die darf ich noch gar nicht wissen. Genau. Da sind. Stimmt das mit der Strafe, dass man dann zahlen muss, wenn man das weiterplaudert? Ja, das ist richtig. Also es ist vertraglich festgelegt, dass wir nichts einfach weiter verraten und ausplaudern. Schon mal passiert? Ich wüsste es nicht, okay. Ich hoffe es nicht. So, als Dramaturgin, ich bin schon wieder in meiner Rolle als Uschi, denn wir drehen ja jeden Morgen im ARD Morgenmagazin eine Live-Szene aus der Lindenstraße. Bin gestern schon im Städtchen an der Kasse angesprochen worden, Uschi. Also, was bisher geschah? Iffi und Klaus heiraten. Ich bin Uschi, Iffis beste Freundin. Das Problem ist, in dieser Lindenstraße kennt Uschi nur niemand. Und Uschi will den Junggesellinnenabschied organisieren. Heute drehen wir mit Andrea Spatzek.
Projekt. Das ist die Gabi Zenker, seit der ersten Folge mit dabei. Und wir drehen mit Susanna Capruso, seit 1065 mit dabei. Das ist die Sabrina Scholz. Der hat den italienischen Feinkostladen. Und du stehst schon hier. Ja. Es geht jetzt los. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal rein. Ich gebe gleich dem Regisseur das Zeichen, dass ich soweit bin. Andrea, du bist auch soweit? Ja, ja, Mikro daher. Danke schön. So, ich bin jetzt die fertige Uschi. Herwig, sind wir bereit? Wir sind bereit. Abfahrt. Gut, Jingle ab bitte. Buongiorno, Gabi. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich weiß gar nicht, was ich kochen soll für die Hochzeit von Klaus und Effi. Was? Na, jeder soll doch Essen bringen. Also der Laden geht gar nicht. Der geht nicht. Wer ist das? Eine Freundin von der Effi. Die organisiert den Junggesellenabschied. Ach, Angelina hat schon von ihr erzählt. Eine schreckliche Person. Frag mal die Anna. Und wann soll denn dieser Junggesellenabschied sein? Ja, Freitag schon. Freitag. Morgen. Um Gottes Willen. Hast du Zeit? Freitag? Wie, ich soll auch auf diese Feier kommen? Bitte, was ist daran so komisch? Ich bin sehr gut mit der Effi. Du willst wirklich kommen? Ja. Du weißt aber, dass du sehr, sehr alt bist. Und warum fragen Sie dann, ob ich Zeit habe? Es muss jemand auf Anton aufpassen. Ich will ja alles organisieren. Bitte, wer ist es? Anton. Effis Kind. Antonia. Antonia, Anton, jetzt werden wir ein bisschen kleinlich hier. Was soll diese Party, wirklich? Die soll wirklich hier stattfinden? Nee, echt nicht. Also ich habe es mir jetzt angeguckt, aber das haben mir die spießigen Eltern vom Hans empfohlen. Sie meinen die Eltern vom Klaus, wobei Anna ja überhaupt nicht die Mutter Anna. Ist. Ehrlich, die geht ja schon mal gar nicht. Regt sich erstmal auf, weil ich ihren Typen um einen simplen Gefallen bitte. Und dann empfiehlt die mir diesen Oma-Laden hier. Glaubst du es? Es geht ja wirklich. Das ist ja wirklich unfassbar. Nicht. Ja, aber die war ja noch weniger hilfreich als diese beknackte Angelina. Angelina. Angelina ist meine Tochter. Oh, echt jetzt? Oh, da will ich mal ein bisschen aufpassen. Was meinen Sie? Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nichts verrate, ne? Aber. Ihre Tochter und Ihr Mann. Ja. Ich hab's selbst gesehen. Was wollen Sie mir sagen? Mann, Mutti, mach die Augen auf. Die haben was miteinander. Super, großartig, hervorragend. Das Sabinchen. Und immer dieser Cliffhanger. Oh!